Ja, sind wir mit Mega Man 10 und gerade lädt der Part hoch. Der erste Part. Ich bin gespannt auf die Reaktion von Menzel. Ja, mal sehen, wenn. Ich habe ein richtig schönes Thumbnail gemacht. Das wird lustig. So, okay, mal sehen, wir haben Solar und Schill. Solar. Solar wird wohl gegen Schill helfen. Was hilft denn Schill? Ich weiß nicht. Aua. Gegen Schaf nicht. Schaf ist ja kälteresistent. Gegen Schwert, Kälte, weiß ich nicht. Eis kann Wasser gefrieren und dann wird die Pumpe verstopft. Gegen Pumpman könnte Eis helfen. Ja, so gehe ich vor. Mit solchen Gedanken. Aber es könnte doch theoretisch sein. Aua, da wird aber Dreckiges gepumpt. Dann gucken wir mal, ob das so stimmt, wie ich es mir denke. Erinnert mich ein bisschen an Shadow Man aus Mega Man 3, die Stage. Ah, hier im Abwasserkanal. Ganz schnell weg, lass den Ruf. Me too it. Aus dem Weg, me too it. Eieieiei. Oh, die Bäume blockieren den Weg. Ah. Wollen wir eigentlich hinsetzen hier? So. Vielleicht hilft hier Schillman. Ich glaube aber wirklich, Solarman wäre gegen Schillman gut gewesen. Und ein Leben. Das haben wir, glaube ich, 5, oder? Ich glaube ja. Au. MeToo aus dem Weg. Was habe ich denn da? Kleines Ding. Okay. Das war doch klar, dass ich hier einen Hund brauche, oder? Ja, ich hätte doch nur L. Oh, da wieder von vorne. Nein, wir haben plus minus 0 Leben. Plus Leben minus. Also ist es egal. Hallo. So, ein weiterer Versuch. Ah, ich bin schneller, ich bin schneller. Haha. Feuer dazu macht. Weg, 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 weg. Einfach rennen. So. Ah! Okay, da ist ja kein Leben mehr. Ich rüste schon mal einen Hund aus. Hallo, MeTool. Kann er nicht auch eine Plattform sein, bitte? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, kann er nicht auch eine Plattform sein? Eieieiei, wie gemein ist das denn? Wieder die erste Schlucht bereitet mir wieder Probleme. Normal ist ja nicht die erste Schlucht, aber in meiner Schwierigkeit ist es die erste Schlucht. Wie gemein das ist. Das ist schon wieder... Das ist schon wieder fies. Ich habe ja noch nicht irgendwie überschätzt oder so. Das ist echt ein fieser Sprung. Ich gehe weg, gleich mal ganz außen an den Rand gehen mit dem Hund. Hallo. Okay, oh, hallo. Okay, ganz an den Rand. So, bitte. Ja, ich habe es geschafft. Oh, das erste Stellung überstanden. Ich kann ja mal das testen. Nein! Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? In das enge Ding da rein. Okay, da unten geht's weiter. Ich muss runter, ne? In das enge Ding ist ja unmöglich. Für einen Spieler meines Skills. Jedenfalls. Oh. Ich liebe die Plattform. Feuer unter Wasser wird mir nicht viel bringen. Ah. Okay. Okay. Ich bin oben in Sicherheit. Slime geht wirklich nicht hier. Da haben wir wirklich auf Mega Man 1 besinnt, wo es noch nicht geht. Und Mega Man 2. Es geht erst auf 3, glaube ich. Also in 3 geht es auf jeden Fall. Ob es in 2 geht, da bin ich mir nicht so sicher. 1 geht es auf jeden Fall nicht. Nein, oben mit Stacheln. Mann, wie fies. Oh, oh, die Blasen. Ich darf mich nicht erwischen, ne?
Ah, es gibt ein. Kann ich abschieben, okay? Habe ich schon Mittelpunkt? Schnell weg, schnell weg. Oh nee, ne? So ein Spike Jump, hallo. Achso. Warum ist denn Ether? Bin ich gerade einen schwierigeren Weg gegangen? Oh Mann. Spike Jump überstanden. Das ist wie solche Spike Jumps. Ich glaube, ich hätte da doch reingekommen in die kleine Ecke, aber wie gesagt, schwer. Da war runter schon gut. Okay, Boss Time. Ich denke mal, Eis wird helfen. Eis, Pumpe verstopfen und so, Wasser. Ah, ich probiere natürlich auch Solar-Dings. Mal gucken, ob das das ist, was hilft. Ah, ich meine Schwäche nicht erkennen. Das andere war es ja nicht. Ah, Eis auf Feuer. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Vielleicht ist es Feuer. Ich weiß es nicht. Es macht Schaden. Er hat doch auch mal eine bessere Waffe. Ah. Die Waffe gefällt mir irgendwie, ist gut. Ah. Okay, Waffe ist leer, ne? Das macht wirklich nichts, ne? Oder? Ist doch. Hallo. Kannst du mal daran stehen bleiben? Das wäre nett. Ja, daran stehen bleiben, ja. Ich mach normalen Buster. Ah. Menzel kennt die Schwächen bestimmt auswendig. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie die Schwächen sind. Und ob ich richtig vermute oder ob ich total falsch vermute. Weil ich finde immer, in jedem Megaman ist auch so eine gewisse Logik. Dass man irgendwie erkennen kann, was gegen was gut ist. Zum Beispiel Topspin gegen Shadowman bei Drehen und so, dann dreht man die Wurfstelle einfach aus oder so. Ich finde, da ist immer eine gewisse Logik. Und zum Beispiel Shadowman dann gegen Sparkman mit seinem Stern macht er einfach die Elektroleinen kaputt. Ja. Ich finde das logisch. Und dann Sparkman gegen Magnetman, weil Elektrizität verwirrt die Magneten. Und das wird weiter, weiß ich. Magnet bei Hartman, glaube ich. Ja, weil es so schwer ist und so Magnet und irgendwie Metall anzieht und so. Metall wird angezogen von Magneten, deswegen da. Einfach noch Schlangennadeln. Needleman ist effektiv gegen Schlange. Er stellt euch mal vor, er steckt so eine Nadel, so eine fette Nadel in eine Schlange rein. Dann ist sie weg. Mehr weiß ich nicht. Aber ich finde, eigentlich in jedem Mega Man machen die Effektivitäten eigentlich auch real Sinn. Besonders in Mega Man 3. Schlangennadeln und so. Was soll ich jetzt machen? Ah ja, nächstes Level. Was gibt's eigentlich im Shop? Was ist denn das alles? Heiler Schaden? Ja, bitte. Was ist das Buch? Hairstyle. Ja, okay. Danke. Gesaved haben, dann machen wir das nächste. Okay, machen wir mal Nitro. Nitro, nein! Nicht Trinitro, Nitro. Das haben die bestimmt geklaut von dem Hack. Weil der Hack ist ja, glaube ich, vor Mega Man 10 rausgekommen. Eine schöne Skyline. Im Hintergrund. Oh, da ist Sniper Joe. Eieiei. So. Ein fliegender Mi-Tool. Sieht eigentlich die Waffe aus. Die sah sehr cool aus. Ein Schutzschild. Ey, ein Bus, hallo. Ein Schutzschild ist gut. Ah! Ja, super. Ich da einfach nur reinrenne. Das ist mein Spielstil. Einfach nur dumm reinrennen. Ich hätte irgendwie bestimmt mit dem Hund irgendwie tricksen sollen, aber ich renne einfach rein. Zack, aus dem Weg. Oh, die Waffe ist toll. Habe ich Leben bekommen? Hat die so angehört. Ich liebe die Waffe. Ah. Okay, danke.
Dum 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 dum. Das gefällt mir. Ah, cool. Yeah, noch ein Leben. Und ja. Oh, Pumpman ist so eine tolle Waffe. Ich liebe die Waffe. Hallo. Wie toll. Ah, die Waffe gefällt mir. Oh, ein LKW. Ah. Aua. Aua. Ey. Nicht mich wieder in die falsche Richtung mitnehmen. Ey. Ach oh, ich will gar nicht sehen. Hm, ich hätte springen müssen. Ich habe die kleine Schlucht da übersehen. Die Musik ist aber auch toll. Du, 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 du. Ja, nimm mich mit. Danke. Ja, ich hab's gewusst, dass sowas kommt. Darauf war ich vorbereitet. Ach, der Mann muss immer nach unten. Hm. Ich geh mal da lang. Ah! Kein Spike-Plan. Hol ich mir noch das? Geld. Ah. Heilung kann ich mal gebrauchen. Danke. Waffen. Oh, ich wollte Waffen dagegen. Hallo. Ich liebe die Waffe, die ist toll. Wo sind die Lücken da? Muss ich mich da irgendwie verstecken vor irgendwas? Ah. Ah. Oh, Pumpman ist toll. Und hier ist Waffenenergie, der neue und Lebensenergie und Boss. Das finde ich gut. Kaum das effektiv, oder? Das war so gut in den Level. Nitro-Man. Give me Nitro-Man. Ist das effektiv? Ich weiß es nicht. Es sieht ein bisschen so aus, als ob das wirkt. War gleich leer, aber ich habe immer einen ordentlich Schaden gemacht. Ich will gleich noch die anderen, wenn es leer ist. Ja, ist aber ordentlich Schaden gemacht. Jetzt noch die letzte rein. So. Ach ja, ich kann ja so machen. Das? Wie überhitzt das seinen Motor? Das könnte auch eine Logik sein. Dass das deswegen effektiv ist. Ah! Bitte, 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 bitte. Oder ein Motorradfahrer ist ja auch kalt. Das könnte effektiv sein, deswegen, weil den kalt ist. Puh, auf seinem Motorrad da. Wenn das eins darstellen soll. Ja! Der dritte ist weg. In diesem Part. Ist es ein Pitcher? Nee, okay, nicht in diesem... Hey, jetzt bin ich verwirrt. Ich hab Chill, Sola und... Pump? Okay, ist der vierte. Der zweite in diesem Part und der vierte insgesamt. Yeah! Neue Waffen, Wheelcutter. Erinnert mich ein bisschen an Mega Man 2, wie hieß er? Irgendwas, man. Der mit den Sägen, der gegen sich selber effektiv ist. Und, oh, Rush-Shit. Kann ja jetzt richtig raschen. Natürlich, save. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, hey, ich will weg hier. Ja. Oh. Story. Oh. Nee, ich lese nicht vor. Ich bin keine Vorleserin. Ich kann nicht gut lesen. Ich bin keine gute Vorleserin. Ja, Story, 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 Story. Ihr habt ja das Intro am Anfang gesehen. Komm, ich mach hier das Schaf. Hey, das hätten wir schon machen will. Das sieht ja interessant aus. Die Musik gefällt mir auch. Mauszeige ist ja cool. Hm. Oh, das sind die Blub-Blöcke. Die heißen Joko-Blöcke, aber ich nenne die Blub-Blöcke. Die Blub-Blöcke. Ja. Hab ich nicht Wash-Shed. Wie gemein. Nicht nett. Hallo Mauszeiger. Das finde ich cool, so Mauszeiger als Gegner. Ich glaube, soll ich den nicht? Ich habe Angst. Komm, das schaffe ich. Ah! Ja.
gut, dass ich ihn leben gelassen habe, da die ist einfacher wie Stacheln. Ah! Ach ja, oh, ich glaube, es habe ich auch einen Mega-Maker gesehen, das hier. Diese Blöcke und so. Mega-Man-Maker jetzt, aber ich finde Mega-Maker klingt viel cooler. Okay, so und dann so, ne? Dann links rüber, da wird es wohl das Geheimnis geben, oder? Ja, ein bisschen Heilung, toll. Ah, ich habe ja noch meine tolle Waffe, ganz vergessen. Die habe ich die ganze Zeit ausgerüstet gehabt. Partman ist toll. Au! Ich hasse die Schild-Attacker. Hä? Oh Mann, nee, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Das mache ich. Ach, das ist ja blöd über Shit. Man springt einmal rauf und dann fliegt er nur nach rechts, nicht den aus Mega Man 3, den man jetzt steuern kann. Das ist doof. Ich finde den man steuern kann, viel besser als den ich da jetzt habe, einfach nur so geradeaus so fliegt. Okay, hier runter. Ah! Pumpman auffüllen. Boss, schon wieder? Oder ist das erstmal wieder so ein Mittel-Boss? Sieht nach Mittelboss aus. Ah ja, ich erinnere mich schwach an dieses Ding, irgendwo mal gesehen zu haben. Hallo? Kommt runter. Hallo. Nochmal. Kommt her. Komm zu mir. Fertig. Oh, wie viel noch? Ich komm nicht so hoch. Fertig. Oh, wie lange dauert das denn noch? Oder muss ich ihn irgendwie angreifen? Wem hochzuspringen? Wem muss ich noch angreifen irgendwie? Ah, ups, das war ich mal den Keulen. Nee, ich kann nichts machen. Weg! Oh Mann, hallo? Ah, ich muss... Ah, ich verstehe. Ich hab's verstanden. Ich muss da Strom erzeugen. Na, mein Pumpman ist jetzt fast weg. So, wenn ich Strom erzeuge, dann wird er wach. Kann ich ihn angreifen? Au. Da muss er auch erstmal kommen. Weg. Ich brauch mal neue Waffen irgendwie. Oh, danke. Als hätte ich, das wäre echt cool. Ich rufe dann an und direkt kriege ich. Oh, das gefällt mir. Hallo. Oh. Was passiert, wenn ich hier laufe? Okay, dann gehe ich hier lang, hier sicher. Sicher ist sicher. Ah, ich benutze den Hund. Den. So, dann habe ich es hinbekommen. So, ah, okay. Ohne die Plattform wäre das eine Qual für mich. Unschaffbar für mich. Muss ich länger laufen? Ah ja, okay, ich muss länger. Ich sehe, da lädt sich eine Leiste auf. Zack, lass mich in Ruhe, ich will hier raus. Oh, die Blubblöcke. Ich nenne die Blubblöcke. Joko Blöcke klingt blöd. Blöcke klingt besser. So nennt ihr auch das Nick. Blöcke ist wirklich besser als Joko Blöcke. Aber jeder wie er will. Jeder kann sagen, wie er will. Heilung bekommen, cool. Okay. Ey, was soll das denn? Hallo? Wie soll ich das denn schaffen? Okay, ich hab's geschafft. Ja. Ein E-Tank. Der ist jetzt im Stacheln, oder?
Egal, ich hab ja noch einen. Krieg ich den noch irgendwie? Da will ich sterben. Mit einem Hund vielleicht? Nee, das war der falsche. Nee, krieg ich ihn, egal. Brauch ich nicht. Oh, das ist schwer. Da hatte ich damals eine schwache Erinnerung, dass ich hier damals Probleme hatte. Zack. Aber wir haben es immer. Ah, aber die Mauszeiger sind cool. Ja, World Master Nummer 5. Nummer 3 in diesem Part. Hallöchen. Oh, den Namen habe ich jetzt schon vergessen. Irgendwas, man. Ach, Sheepman, ja. Das hat ein Schaf mit Internet zu tun. Weil man allen folgt als Schaf, immer alle nachmacht oder was. Hallo. Wird immer mein tolles Schild. Ach, das kann man abschießen, sehr cool. Bam. Oh, die Waffe ist toll. Ich liebe Pump Minister. Zack, zack, zack. Was könnte effektiv sein? Schafe verbrennen? Ja, ne? Wow. Ach so, wegen Schaf, Wolle aufladen und Strom. Okay, ich verstehe. Deswegen. Das war ein... Ach, Schaf scheren. Wenn ich das Schaf schere, das könnte helfen. Wir scheren das Schaf. Ich glaube, das ist effektiv, oder? Das wäre logisch. Ich finde hier keine Schwäche. Ja, das unlogische Schaf einfrieren. Jetzt komm runter, du dummes Vieh. Oh, es wird langsam wieder eng. Ich muss ein bisschen aufpassen. Wo fällt er gleich runter? Da, ne? Mach ich da mal Eis hin. Ja. Ah. So, komm runter. Bam. Ah. Ich benutze mal Megabuste. Au. Das ist nicht mega passend, das ist mega passend. Ich hab mich schon gewundert, ob es geklappt hat. So. Pumpman, aber leer. Pumpgun. Ah! Hallo, warum nochmal? Weg! So, und tschüss. Yeah! Wieder! Drei Mordmaster weg. Was heißt wieder? Letztes Mal haben wir nur zwei geschafft, jetzt haben wir drei. Ja, Leute. Ich danke euch. Bis zu sehen. Beim nächsten Mal geht's die letzten drei an Kragen. Ja. Part 1 ist schon hochgeladen. Gibt schon meckernde Kommentare. Hier, guck mal in die Kommentarspalte. Nö, noch nichts. Noch kein Gemecker. Naja, ich mach's dir, um dich zu ärgern, Menzel. Du weißt, ich bin schlecht. Und ich will Spaß haben. Und das macht gerade Spaß. Fertig. Ich hab's gerade auf meiner Wii noch gesehen, dass ich da drauf hab. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.